Akaya ist bei Kaffee Professionals die beliebteste Marke unter den Kaffeewagen. Ob die Akaya Pearl und die Akaya Luna ihren Preis wert sind, erfahrt ihr im heutigen Video. Hi und herzlich willkommen auf dem Coffee Circle YouTube-Kanal. Auf diesem Kanal erfahrt ihr alles rund um das Thema Kaffee. Heute schauen wir uns einmal die Akaya Pearl und die Akaya Luna an. Beide sind im hochpreisigen Segment unterwegs und auf jeden Fall einen Testbericht wert. Denn beide Wagen unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht. Akaya wurde 2013 gegründet und wollte minimalistisches, schlichtes Design mit moderner Technologie verbinden. Das erste Produkt war die Akaya Pearl. Diese kam 2014 raus und wurde auf Kickstarter auch sehr gehypt. Auf der SCA Expo erhielt sie außerdem die Auszeichnung als bestes neues Produkt. Einige Jahre später kam dann die Akaya Luna raus. Diese kleine Waage hat tatsächlich noch etwas mehr zu bieten als die Akaya Pearl. Welche Waage sich für wen eignet, erfahrt ihr im heutigen Video. Die Akaya Luna liegt preislich bei 300 Euro, die Akaya Pearl liegt preislich bei 225 Euro. Mitgeliefert werden bei der Akaya Pearl lediglich dieser Gummiaufsatz. Dieser dient als Hitzeschutz für die Waage, den man einmal hier so auflegen kann. Und man kann den Hitzeschutz auch einmal umdrehen und hier dann den Siebträger auflegen. Bei der Akaya Luna hingegen haben wir auch einmal den Gummiaufsatz als Hitzeschutz. Und wir haben einmal ein 100 Gramm Gewicht zum Kalibrieren der Mühle. Und außerdem noch diese Sticker hier, die man auf die Unterseite der Akaya Luna anbringen kann, damit sie weniger rumrutscht. Bei beiden Wagen ist natürlich auch ein Ladekabel enthalten. Das ist ein Micro-USB-Ladekabel. Leider kein USB-C, aber eventuell kommt das ja in den zukünftigen Modellen. Die Akkulaufzeit liegt laut Herstellerangaben bei der Akaya Pearl bei 30 bis 40 Stunden. Bei der Akaya Luna verspricht der Hersteller bis zu 27 Stunden Akkulaufzeit. Beide Wagen halten bis zu 2 Kilogramm aus, was auf jeden Fall genügt, um Kaffee zuzubereiten. Beide Wagen sind sehr präzise und sehr schnell und haben kaum Verzögerungen in der Anzeige. Diese liegen bei ungefähr 20 Millisekunden, also fürs menschliche Auge wirklich kaum spürbar. Außerdem ist die Luna wasserdicht, was die Pearl leider nicht ist. Achte also besonders bei der Pearl darauf, dass nicht zu viel Wasser in die Ritzen gelangt. Auf der Unterseite sieht man hier einmal diesen großen Schlitz, den man auf jeden Fall trocken halten sollte, was bei der Luna hingegen kein Problem ist. Beide haben die simple Funktion natürlich, das Gewicht anzuzeigen oder auch das Gewicht plus den Timer anzuzeigen. Das sind auf jeden Fall die Grundfunktionen einer Kaffeewaage, dennoch bringen sie noch etwas mehr mit. Beide Wagen kann man per Bluetooth mit der Akaya App verbinden und einige Smart Features benutzen. Man kann zum Beispiel bei der Akaya Pearl Brührezepte einspeichern, sodass dich die Waage durch den Brühprozess durchführt. Außerdem kann man einstellen, dass erst der Timer losgeht, wenn der erste Kaffee oder Espresso auf die Waage trifft, was ein ziemlich cooles Feature ist. Außerdem kann man noch einige andere Modi vornehmen, die alle über die App steuerbar sind. Du kannst auch Zubereitungsmethoden über die App einspeichern, wie zum Beispiel deine Wassertemperatur oder deinen Mahlgrad. Und somit dann dein Espresso zum Beispiel analysieren und deine Rezepte verfeinern und verbessern. Die Luna ist perfekt für Espresso geeignet. Die Pearl hingegen eher für Filterkaffee. Beide sind unglaublich präzise und reaktionsfähig, was wir toll finden. Vom Design her sind beide auch sehr ansprechend und elegant gehalten, wohingegen die Luna etwas besser verarbeitet wurde und durch den Aluminiumbau auch deutlich besser in der Hand liegt und sich hochwertiger anfühlt als die Pearl. Dennoch kann man bei der Pearl auch nicht viel meckern, denn auch die Kunststoffbauweise ist wirklich sehr gut verarbeitet und sie ist auch 75 Euro günstiger als die Akaya Luna. Sie ist so klein und schmal, dass sie unter jeden Siebträger passt und ist somit fast immer die erste Wahl bei Espresso-Liebhabern. Auch bei uns in den Cafés verwenden wir die Akaya Lunas sehr gerne und sind damit super zufrieden. Welche Waage nun für dich die richtige ist, hängt davon ab, wie du deinen Kaffee am liebsten zubereitest. Machst du mehr Filterkaffee, dann ist die Akaya Pearl die richtige Wahl. Machst du mehr Espresso, dann ist die Luna die richtige Wahl. Beide Wagen bekommen von uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Falls du dir gerne Alternativen zu den beiden anschauen möchtest, verlinken wir dir hier oben noch alternative Kaffeewagen, die du dir einmal in unserem Testbericht anschauen kannst. Ansonsten hoffen wir, dass das heutige Video dir gefallen hat. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Like da, abonniere den Kanal für weitere Videos und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.